Was für eine erste Halbzeit, meine Freunde. Es war der Wahnsinn, ja. Marco Reus in der 11. Minute. Ach, guter Mann. Guter Mann, der Reus. Das Spiel hat nicht... Ah, nee. Okay, wenn ihr das als Play sieht, dann ist es ja nicht aktuell, was ich jetzt gerade über das Fußball sage. Aber ich könnte jetzt mal wetten. Heute spielt... Oh, ein Traumtor. Oh, der... Ah, oh, okay, das war nicht schlecht. Heute spielt, soviel ich weiß, Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Und ich tippe mal... auf was tippe ich mal? Ich glaube, Dortmund gewinnt. Ich glaube, Dortmund gewinnt 3-1. Ich glaube, die gewinnen 3-1 gegen Amsterdam. Das könnte doch was werden. Ja, jetzt ist schon wieder gut mit den ganzen schönen Sachen hier. Ich glaube, die gewinnen 3-1. So. Und Doppelpass wie immer hier. Ach, komm schon. Are you serious? So, wieder schönes Aufbauspiel. Jetzt hier nach vorne, bitte. Das siehst du, das ist wieder so typisch. So, da kannst du dich nicht, konzentrieren. Also du kannst dich schon konzentrieren, aber du hast keine Ahnung, wo du es gerade hinschießt, weil du einfach nur auf Schießen drückst. Weil die Maus halt immer, die Maus, die stellt sich da nicht automatisch darauf ein, sondern du musst halt wirklich dann, du musst quasi ahnen, wann das Spiel den Spielern wechselt. Und das ist doch ziemlich schwer, weil du, sieh dir wieder hier, und du willst eigentlich nach vorne passen, aber du musst jetzt die Maus einmal komplett rumdrehen. Und, boah, davor jetzt. So, jetzt wieder vor, bitte. So, jetzt da, das schmeckt nicht. Das schmeckt mir gar nicht. Ach, nix mit einer Chance, Leute. Was haben wir gemacht? Ja, ihr müsst ja schon mal eine Chance lassen, ne? Für alle, die nicht wissen, Chance ist österreichisch, ne? Ich komme ja, bin ja halber Österreicher. Und Chance bedeutet halt in Österreich so viel wie der Furz, ja? Also wenn man einen Furz, also ein Ziehen lässt, dann ist das ja Chance. So. Aber jetzt hat genug vom Schaß geredet. Die haben ihre Schaß gehabt und jetzt geht's auch weiter. Ach Gott, geht's doch da aus dem Scheiß. Strafraum raus, da ihr Pisser! Ja, komm nach vorne! Puh, okay. Ihr legt mich ja fast so auf wie ein MB3. Es ist ja. Und diesen komischen Ding sieht mir hier auch ganz schlecht, weil. Wegen diesen Grafikbugs. Mann, ich würde mir den Ball einfach nicht. Ich würde nicht passen, ich würde einfach nur kurz vorlegen. Aber das haben wir nicht rausgefunden, wie das geht. Ja, wie oft die wechseln. Wir wechseln jetzt auch, dann haben wir einfach einen taktischen Vorteil. Teammanagement. Kader. Pisscher Götze. Kehl. Wie geht's denn? Steht da irgendwie, wie es denen geht? Hummels. Da ist eine komische Zweite vor. Ich denke mal, der wird sich mir so gut gehen, deswegen wechseln wir jetzt für den Hummels. Was war der Abwehr, war der, gell? Den Santana ein. Und für den Marco Reus. Der Reus ist eigentlich ganz okay. Aber Blaschikowski, Bender, Blaschikowski, der ist auch ganz gut. Aber das sind so viele bekannte Namen drin. Ich weiß aber nicht, wie die spielen. Also Leitner ist natürlich super. Ach, ich tu mal den Großkreuz aus. Dem geht's vielleicht nicht mehr so gut. Der ist etwas ersatzgeschwächt, kann ja sein. Und deswegen wechseln wir jetzt aus und spielen weiter. So. Seht ihr? Und jetzt musst du einmal mit der Maus komplett rum. Ja, und dann passiert sowas. Ne? Also das ist schon... Also mit der Maus ist das ziemlich nervig. Jetzt willst du bloß einen kurzen Pass spielen? Dann musst du die Maus einmal komplett wieder reinfahren. Ja, wenn der abfällt, dann kann ich nichts machen. Aber ich glaube, Leute, wir gewinnen dieses Ding hier mit 2-0. 1-0. Haben wir jetzt schon ausgewechselt? Oder warum kam da keine Animation? Oder was ist da los? Ach, jetzt ist der Wechsel, okay. Double Switch, ja, das ist richtig. Das habe ich gut gemacht. Bin froh, dass ich das Menü gefunden habe. Also ganz ehrlich, FIFA ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon ganz cool. Aber es ist ehrlich gesagt noch überhaupt nicht mein Welt. Es ist noch nicht so ganz mein Welt, muss ich sagen. So, und jetzt hier. Zack! Was? Lappen! Da muss man schneller laufen. Was ist da los? Also wie gesagt, ich glaube, dass es am PC für die ganzen PCler wirklich nur lohnt. Entweder man
spielt er schon am PC? Leitner. Oh, toller Pass von Leitner. Der Leitner hat es einfach. Kein Abseits, meine Freunde, kein Abseits. Ah, schade, schade. War kein Abseits. Aber naja. Wo wir stehen geblieben? Ja, wenn man das vielleicht schon am PC gespielt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man schon eine Eingewöhnungsphase hatte und dass man da doch dann nicht schlecht ist mit dem Spiel. Aber ich glaube, so macht es, wenn er nur mit Controller Fun. Und sich wegen FIFA nur extra einen Controller zu kaufen. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, komm, komm! Ja! Ja! Nochmal Marco Reus, meine Freunde! 89. Minute Marco Reus mit dem Doppelpack. Doppelpack, guter Deutsch. Mit dem Doppelpack. Fischi, und das Tor war für dich. Oh ja, schau's dir an. Da hat er einfach keine Chance, der Buffon. Da schaut er richtig alt aus. Richtig alt schaut er da aus. Oh, und da schaut auch die Verteidigung gar nicht gut aus. Ja, Leute, ich würde sagen, das sieht man einfach, wer es kann. Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht Dortmund hier zu hoch loben. Aber also in dem Spiel sind sie schon ganz stark. Ja, ganz ehrlich. Also ihr Trainer, der Lux, also Wahnsinn. Nein. Wie gesagt, ich habe auf Anfänger und ich wundere mich eh, wie so ein Idiot wie ich zwei Tore schießen kann. Ich hoffe, ich kriege nicht nur eins rein. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. So, geht doch drauf. Also man sieht schon, ich glaube, wenn man wirklich da anspruchsvolle Spiele spielen will, auch im Singleplayer, dann muss man schon eine Schwierigkeitsstufe höher stellen, weil ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn, ehrlich. Hoppala, da bin ich wohl etwas ins Ausgerutscht. Also mein Fazit zu FIFA, ah, da kriegen wir noch eins rein, aber wurscht. Prestige Sieg, ja, der braucht gar nicht rubeln, die haben verloren, die Lappen. Juventus, das Tor schauen wir nicht mehr an. So. Achso, wir haben ja in der Startform zu. Wurscht. Dortmund gewinnt gegen Juventus Turin 2:1. Jawohl, meine Freunde, 2:1. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Zweimal Marco Reus in der 11. und in der 89. Minute. Richtig schön. Ich bin gespannt, wie heute die gegen Amsterdam spielen. Und ansonsten, ich glaube, ich hole mir FIFA auf jeden Fall. Und noch einen Controller dazu. Und dann gibt es hier auch ein paar FIFA-Let's Plays. Das macht doch, glaube ich, Spaß, wenn ihr mal so einen richtigen Noob beim FIFA-Spielen seht. Ich sage, ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut, haut rein. Servus, euer Lux.